Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei AOE AHA. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich den Bosskiller Mage Build mit Isadoras Amulett einmal nachbauen werde, sodass diejenigen, die kein Englisch können, ihn sich auch auf Deutsch anschauen können. Ich habe stundenlang gefarmt, um alles bestmöglich nachzubauen. Ich habe schon ein paar starke Items und auch in die Aufwertungen habe ich recht viel Gold und Mats gesteckt, um die richtigen Affixe zu treffen. Der Build funktioniert soweit auch, allerdings erfüllt er nicht ganz meine Erwartungen. Die Boss-Kill-Speed ist bislang nicht so viel schneller als bei den anderen Blitz-Builds und an den Landslide-Druiden kommt es noch lange nicht heran. Der erledigt die Bosse sogar in einer vollen Leecher-Gruppe schneller als die Zauberin hier solo. Natürlich bin ich noch nicht am Ende der Fahnenstange. Mit einem noch besseren Amulett könnte ich meinen Schaden immerhin nochmal fast verdoppeln. Auch wenn sie nicht ganz so bequem wie beim Blitzspeermage ist, macht die Spielweise aber Spaß und wenn ihr die Gegenstände eh herumliegen habt, könnt ihr es ja ganz einfach selbst ausprobieren. Hier seht ihr den Skilltree. Feuerblitz ist zusammen mit Eisklingen in den Verzauberungsslots und der zerstörerische Kettenblitz wird ausgeskillt. Wir spielen ohne Flammenschild, dafür aber mit der Eisrüstung und Teleport ist auch mit dabei. Wir spielen Eisklingen und Blitzspeer sowie die Beschwörungsbeherrschung, so können wir mit diesen den Schaden etwas ankurbeln. Außerdem machen wir die Gegner so auch verwundbar. Wir nehmen Mana-Schild und Schutz mit, sowie eisiger Schleier. So erhalten wir Schadensreduktion und Barriere. Und wenn wir die Cooldowns im richtigen Rhythmus nutzen, können wir die Barriere fast permanent aufrechterhalten. Statische Entladung sorgt für zusätzliche Knisterenergie, welche ja zur Grundidee des Builds gehört. Und wir nutzen auch die Passivskills Verschlingende Feuersbrunst und Raureif für etwas Bonusschaden. Es wird außerdem die instabile Strömung gespielt, zentrale Passiv ist Würzbeherrschung. Das Paragon-System ist sehr groß, um viele Glyphen-Boni mitzunehmen, somit ist so ziemlich alles mit dabei, was den Schaden erhöht. Der einzige legendäre Knoten, der genutzt wird, ist Eiskaltes Schicksal. Schließlich die Ausrüstung. Wir spielen drei Über-Items, nämlich Andariels, den Ring der sternlosen Himmel und den Stab von Lysandra. Wir spielen Schädel im Schmuck, Topase in den Rüstteilen und in die Waffe sockeln wir Smaragde. Dazu werden drei Unix empfohlen, allem voran natürlich Esadoras überfließende Kamee. Die Blitznovas, welche durch dieses Amulett beim Einsammeln von Knisterenergie ausgelöst werden, sollen am Ende den massiven Schaden bringen. Deshalb wollen wir auch einen möglichst hohen Intelligenzwert erreichen. Ein großes Affix auf Prozent Intelligenz ist also sehr gut, aber auch der Basisschaden der Nova ist wichtig. Deshalb sollte der Roll ganz unten im Idealfall auch hoch sein. Da der Build die Massen mit dem Kettenblitz erledigt, spielen wir die Hose Axiale Verbindung. Die gibt außerdem auch relativ viel Schadensreduktion und Ressourcenerzeugung. Und es werden ein paar Esus Erbstück getragen. Auf der Rüstung habe ich wie empfohlen Intelligenz, Leben und Rüstung. Auf den Handschuhen habe ich Intelligenz, Crit-Chance und Ränge zu Kettenblitz, wobei der Planer Link statt den Skill-Levels Schaden an Verwundbaren empfiehlt. Auf dem Ring habe ich wie empfohlen Intelligenz, Leben und Crit-Chance und auch meine Härtungen und Aspekte sind genau wie empfohlen wird. Der sternenbeschienene Aspekt ist in Kombination mit Andariels eine hervorragende Lösung, um das Mana immer schnell aufzuladen, sodass es gar nicht leer geht. Im Gameplay könnt ihr es deutlich sehen, Mana-Probleme existieren einfach nicht. So können wir endlos Kettenblitze feuern, welche die knisternde Energie erzeugen. Diese müssen wir dann einsammeln, um die Novas auszulösen. Praktisch ist,
dass die knisternde Energie bei Bosskämpfen immer rund um den Boss herum droppt, weil die Kettenblitze ja nur ein einziges Ziel haben. Um mit den Novas maximale Schadensspitzen zu erzeugen, sollte man natürlich alle Boni gleichzeitig nutzen, also Eisklingen und Blitzspeer sowie instabile Strömung casten. Damit sollte nebenbei auch für Verwundbarkeit gesorgt sein. Im Originalvideo klappt das mit dem Schaden allerdings besser als bei mir. Wie gesagt, werde ich noch abchecken, wie es mit einem besseren Amulett läuft. Am besten mit zwei großen Affixen auf Intelligenz- und Knisterenergieschaden und einem hohen Roll unten. Ich habe Skillbaum und Paragon mehrfach überprüft und der einzige Unterschied an meiner Ausrüstung sind die Kettenblitz-Skillpunkte statt dem Verwundbarschaden auf den Handschuhen. Die Aspekte und Härtungen passen auch alle und meine Items sind überdurchschnittlich gut. Beim Aufwerten habe ich sowohl Prozent Intelligenz auf dem Amulett als auch Prozent alle Werte auf dem Stab zweimal getroffen. Damit verabschiede ich mich, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir. Danke. Wiedersehen.